Ihr habt sicher alle schon von Pokémon Go gehört. Momentan spielen das alle. Ich hab's auch probiert. Aber ich muss sagen, es ist schon witzig. Aber ich hab ein besseres Spiel erfunden. Und zwar Pokémon Go Players Hunt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir müssen uns langsam und unauffällig nähern. Ganz ruhig, um ihn nicht zu verschrecken. Buh! Spielst du Pokémon Go? Okay. Das waren 500 Minuspunkte. Er hat gesagt, er spielt nicht Pokémon Go. Man muss nämlich aufpassen, bei diesem Spiel geht es nur darum, Pokémon Go-Spieler zu fangen. Und keine WhatsApper, Snapchatter, Instagrammer oder Google Mapper. Also, schauen wir weiter. Hier haben wir einen wahrscheinlichen Pokémon-Player. Wir nähern uns ganz vorsichtig. Buh! Spielst du Pokémon? Ja. Ja! Wieso? Ding, 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 ding! Ich mache gerade ein Pokémon-Video für meinen YouTube-Kanal. Okay. Und ich nenne es Pokémon Go Players Hunt. Ist mein eigenes Spiel. Alles cool. Ich glaube, ich habe wieder zwei entdeckt. Wir werden uns ganz leise an sie ranschleichen, um sie nicht zu verscheuchen. Spielst du Pokémon Go? Ja. Yeah. Bing, 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 bing. 100 Punkte. Aber nicht jetzt gerade. Ah, oh, fuck. Leider. Geh schnell raus. Hier haben wir noch eine junge Gruppe Spieler. Auch wieder langsam und leise. Spielst du Pokémon Go? Ja. Ja. 2, 4, 6. 800 Punkte! Woo! Und wieder haben wir eine kleine Gruppe Pokémon Go-Spieler, die auf uns zukommen. Und wir schnappen sie uns. Buh! Spielst du Pokémon Go? Ja! Ja! 100 Punkte, Wizard! Das war eine erfolgreiche Jagd! Das waren 600 Punkte! Bam! Da sitzen da alle. Ist ja unpackbar. Alles Pokémon Go-Spieler. Sie sind überall. Aber man darf sie nur jagen, wenn sie sich bewegen. Sonst ist es langweilig. Also, suchen wir uns noch ein paar. Die Rudel werden immer größer. Sie rotten sich zu Verbänden zusammen in der Hoffnung, erfolgreicher zu sein. Hier kommt ein Einzelner. Buh! Spielst du Pokémon Go? Ja! Ja! 100 Punkte! Viel Erfolg noch! Wieder einer im Sack. Buh! Spielst du Pokémon Go? Ja! 100 Punkte, 200, ja! Hier haben wir noch einen, der ist ganz vertieft. Buh! Spielst du Pokémon Go? Bitte? Spielst du Pokémon Go? Ja. Warum? Ding, 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 ding! Ich mache gerade ein YouTube-Video. Okay. Und ich habe mein eigenes Spiel erfunden. Pokémon Go
Players Hunt. Pokémon Go, ich jage die Jagd-Pokémon Go-Spieler. Ah, mich hast du. Genau. Ich muss wissen, ich bin nicht so leicht zu fangen. Also, dann habe ich großes Glück gehabt. Sehr gut, danke. Habt ihr gehört, ein seltenes Pokémon, einen seltenen Pokémon-Player habe ich gerade erwischt. Sehr geil. Auf zur fröhlichen Jagd. Spielst du Pokémon Go? Natürlich, ja. Ja! 2, 4, 600 Punkte! Huh! Ich glaube, ich bin richtig gut in dem Spiel, das ich selbst erfunden habe. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man was selbst erfindet, sollte man gut darin sein. Aber ich lade euch ein, spielt auch Pokémon Go Players Hunt. Macht ein Video drüber. Und sagst mir, wie gut das ihr seid. Ich fordere euch heraus. Macht es mir nach und spielt mein Spiel. Das Geniale daran, Pokémon Go ist völlig frei, gratis. Es ist völlig ohne App. Es ist völlig ohne Device. Man kann sich draußen bewegen. Es ist total umweltfreundlich. Es ist Open Source. Ich gebe es frei für alle. Und es macht Spaß! Also, Pokémon Go Players Hunt. Das Spiel für jeder Mann und jede Frau. Bis zum nächsten Mal.